So, ihr Süßen, heute nehme ich euch mal mit durch ein kleines Do-it-yourself-Video. Das wird mein anderer Vlog werden. Ja, ich zeige euch heute mal meine neuen Gardinen. Das sind meine neuen Gardinen. Die sind blickdicht. Ne? Auch wenn hier Licht an ist, kann da kein Mensch reingucken. Und das ist dazu der passende Teppich. Voll cool, ne? Richtig cool hier. Ja, in grau-weiß. Und ja. Und draußen haben wir auch schon bereits neue Pflänzchen gepflanzt. Guckt doch mal. Hallo. Hallo. Hallo, Papa. Guckt mal, ihr Lieben, wir sprühen heute unsere Körbe an vom Buffet-Schrank. Und zwar haben wir die in diesem schönen Cupcake-Rosa und in einem wunderschönen Mint. Und der Papa macht das hier ordentlich. Macht das Spaß? Ja. Der kleine Mann ist hier gerade am Mittagessen. Gibt ganz schnell gerade mal ein paar Maika-Würstchen. Noah guckt jetzt, ob Papa das auch richtig macht. Macht Papa das richtig, Noah? Ich zeige euch das jetzt mal. Das sind die Körbe, die kommen hier rein wieder. Die waren vorher in so einem Ratternton. Und das gefällt mir nicht mehr. Ich habe hier irgendwann mal auch die Knöpfe sogar ausgetauscht, weil die auch nicht so schön waren. Und ich denke, dass das so ganz schön ist. Jetzt kommt die zweite Schicht. Und nur echt nur die Front. Ja, nur die Fronten. So, jetzt machen wir auf die Fronten nochmal eine zweite Schicht. Dann trocknet das ganz schnell in einer halben Stunde und dann könnt ihr das Ergebnis gleich bestaunen im Schrank. Voll cool. Das sind Acrylfarben. Die kann man kaufen matt oder auch mit Glanz. Und wir haben die mit Glanz genommen. Sehr klar. Ich bin ja auch eine Prinzessin, ne? Ich mache mit denen gleich auch nochmal. Und dann haben wir einen neuen Schrank. Cool. So einfach geht das. Do it yourself. Hallo. Hui. Hey, wir. Ich komme. Nee. Ja. Und. Ja, das hilft. Unsere neuen Gardinen. Da, schick, schick, schick. Zum schönen Silbermuster drauf. Ja, und diesen blickdicht. Ich habe den Test gemacht von außen. Hallo, Mama. Hallo, mein Baby. So, ihr Süßen, jetzt gibt es ein kleines Voice-Over von mir. Und ja, jetzt seht ihr, wie ich praktisch die anderen Teile aus der Wohnung mit unserem schönen Acrylspray besprühe. Das ist so ein Accessoire. Da sind Handtücher immer drin bei uns im Gästebad. Ja, dummerweise steht jetzt gerade hier die Vase davor und wie ihr seht, das werde ich jetzt gerade hier komplett besprühen mit Acrylfarbe in der Farbe Mint und ja, wir sprühen jetzt mal ein bisschen vor, dann geht's weiter. Ja, und hier ist das nächste Körbchen. Ihr seht ja diese Farben, das ist so dieses Bräunliche, das mag ich alles überhaupt nicht mehr und das hat jetzt lang genug ausgedient. Ja, und die Farbe ist echt so cool, man muss echt nur einmal drüber gehen und das deckt so super gut. Ja, man sollte einfach nur darauf achten, dass man entgegengesetzt der Windrichtung das Ganze macht, weil sonst ist man voll damit. Und das riecht natürlich sehr extrem, ne? Ja, aber die Farbe ist so schön, so ein richtiges Cupcake-Mint, voll super. So, und jetzt kommt ein Obstkorb dran, den ich auch lange nicht mehr benutzt habe. Da waren nur noch so Deko und so Krimskrams drin und das besprühe ich mit einem schönen Pastellrosa. Super süß. Und jetzt gleich werde ich mich einer Vase widmen und die habe ich in Blau, in so einem Pastellblau besprüht. Also, guck mal her. So, das Körbchen lasse ich jetzt ein bisschen trocken von der einen Seite, dann kann ich es nachher nämlich drehen. So, und jetzt kommt diese braune, schäbige Vase dran. Die stand nur noch unten im Keller bei uns, aber viel zu schade, weil die Form ist ja echt ganz schön. Und jetzt sprühe ich die komplett an mit Acryl in Blau und ja, und weil ich ja noch Rosa übrig hatte, passt mal auf, passt mal auf, was jetzt kommt. So, jetzt seht ihr, dass ich das Körbchen von der anderen Seite nochmal besprühe. So, und ja, wie gesagt, ich habe noch Rosa übrig gehabt und dann habe ich gedacht, so, jetzt kriege ich die Vase noch so einen Schimmer von oben. Jetzt sprühe ich gerade von oben herunter noch ein bisschen Rosaton auf die Vase
Und das sieht fertig richtig gut aus. Es kommt gerade hier nicht so ganz rüber, aber vielleicht könnt ihr das erahnen, was ich damit meine. So, und jetzt seht ihr, ich ziehe das abgeklebte Ding ab, weil ich habe ja den Markennamen von dem Körbchen habe ich abgeklebt vorher mit Kreppband. Und jetzt seht ihr auch mal die Vase. Vielleicht erkennt ihr das jetzt ein bisschen besser. Der Autofokus ist jetzt gerade nicht so gut, sehe ich gerade. Aber es ist ein rosa Schimmer auf dem Blau zu sehen, ganz deutlich. Und ja, hier kommt das Obstkörbchen. Das erkennt ihr jetzt vielleicht auch nochmal besser. Schön finde ich auch, wenn da so ein bisschen noch was durchschimmert. Das muss ja nicht komplett satt rosa sein, sondern einfach easy. Und hier, ihr Lieben, habe ich die Griffe von dem Buffetschrank auch noch abmontiert und auch die Schrauben, und das habe ich jetzt angesprüht, ratzifatzi, echt in 5 Minuten mit einem Chromspray, auch Acryl. Und ihr kommt jetzt noch mal eben zur Vase. Weil ich ja noch natürlich ein bisschen Farbe übrig hatte, habe ich dann auch noch Silberspray von unten an die Vase gesprüht. Und jetzt sieht die richtig cool aus, ihr Lieben. So, ihr Schnuckels, jetzt bin ich wieder in der Bude drin und jetzt ist es Zeit, die schönen montierten Chromgriffe anzumontieren. Ich freue mich so darüber. Ich habe jetzt echt sowas wie ein neuer Schrank. Echt. So, Autofokus bitte. Autofokus. Jawohl. Und jetzt wird das anmontiert. Achso, übrigens, zieht Handschuhe an. Ich habe auch Handschuhe angezogen. Und aber trotzdem, irgendwie habe ich doch ein paar Flecken dran gehabt. So, und jetzt schraube ich eben ratzifatzi die Griffe an und jetzt werdet ihr das fertige Produkt sehen. Und ja, das ist der fertige Schrank, den kennt ihr ja jetzt schon mittlerweile. So, und jetzt koche ich mit euch. Und zwar auch wieder Low Carb, es gibt keinen Reis. Wir haben als Beilage oder als Grundnahrungsmittel heute unsere Auberginen. Ich löffel die aus, damit da ein bisschen Platz drin ist. Und dann kommen die alle auf das Blech. Und dann habe ich jetzt noch Hackfleisch angebraten und dann werde ich sie damit befüllen. Und wie ich das alles mache, das zeige ich euch jetzt. Achso, übrigens, ich verwende immer sehr gerne Mazola-Palmöl. Einfach nur kurz anpinseln, mehr braucht ihr nicht dran. Und dann geht's auch schon gleich los. Juhu! Ein schönes Low-Carb-Abendessen. So, Bio-Rinderhackfleisch, kurz angebraten in der Pfanne, schön gewürzt mit Pfeffer und Salz, bisschen Chili. Jetzt kommt noch eine große Zwiebel hinzu. Das Fett, das kippe ich auch übrigens ab, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Das Fett, was sich in der Pfanne ansammelt, einfach abgießen. Jetzt kommen 2 große Knoblauchzehen hinzu, alles schön durchgemengt und ein Paket passierte Tomaten. Alles schön durchgebraten, riecht toll und ein großzügiges Bündchen Petersilie. Ohne Petersilie läuft natürlich bei mir gar nichts. Es gibt Gerichte tatsächlich, die ich nicht mache, weil ich keine Petersilie da habe, frische. Ja, und das kommt auch jetzt noch mit rein. Ich liebe Petersilie, frische. Alles frisch, 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 ganz klare Sache. So. Marrakesch von Easy Gourmet auch mit rein und ein bisschen Chili. Und 3 Kleckse Creme Fraiche. Mehr braucht man nicht. Wir wollen ja abends bewusst uns ernähren. So, Leute, sorry, ich bin immer noch so erkältet, unfassbar. Aber ihr kennt das ja, die Killerviren aus der Kita. So, ihr Süßen. Unser Abendessen ist gleich fertig. Ich packe das jetzt einfach für eine halbe Stunde in den Backofen und dann freue ich mich auf mein leckeres Abendessen mit der Familie. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt mein anderer Vlog mit vielen Do-it-yourself-Tipps. Ja, schenkt mir einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, macht euch eine schöne Zeit und alles Gute bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss, eure Linda.